Willkommen zum Mittwochsupdate vom 22.07.2020. Ja, der Tag der offenen Stalltür steht wieder im Hause und wir können Johanna bei den Vorbereitungen helfen. Die Dressurarena ist wieder da. Wir können außerdem dann 3 Rennen bei Johanna insgesamt machen. Es gibt 6 Sonderpferde, dazu 3-mal Lipizzaner der 2. Generation für 949 Starcoins, 2 Lusitanos der 3. Generation für 949 Starcoins, die schauen wir uns natürlich alle noch an, und dann ein Buckskin Andalusia der 3. Generation für 950 Starcoins. Die werden bis zum 5.8. hier sein, sie werden aber auch irgendwann nochmal wiederkommen. Eventuell dann wahrscheinlich wieder beim nächsten Tag der offenen Stalltür. Dann gibt es neue Reitausrüstung. Hugh, der Tierarzt, checkt einmal täglich eins unserer Pferde für uns durch. Ich glaube, wenn dann ein Pferd nicht vernünftig versorgt ist oder einen roten Smiley oder einen orangenen hat, dann müsste der auf grün gehen. Das ja, ist einmal täglich kostenlos für uns möglich. Was sehr, sehr schön ist, es gibt den Streichelzoo wieder. Im Bonus-Shop gibt es ein neues Item, da schauen wir gleich mal hin. Und nächste Woche ja, macht sich Mary von der Starshine Ranch aus, ja, auf dem Weg, ja, macht sich auf eine Reise und hat aber etwas verloren. Ich bin mal gespannt, was uns da dann auch nächste Woche erwartet. Aber wir gucken jetzt zuerst mal hier im Moorland in den Bonus-Shop schnell. Und da gibt es eine neue Trense. So. Und das ist die kuschelige das kuschelige Camping-Zaumzeug. Passend zu dem Outfit, das wir ja schon die letzten Male gesammelt haben. Stärke plus 3, Geschwindigkeit plus 3. Ja, es ist so viel besser, wenn man hier Items bekommt, die einfach gute Werte haben. Das heißt, man trägt die Sachen dann auch eher. Gut, auf Dreamfighter würde ich jetzt das Druiden-Outfit lassen. Ich finde irgendwie, es passt zusammen, es gehört zusammen. Aber ja, das kuschelige Camping-Zaumzeug können wir ja bestimmt mal für ein anderes Pferd nutzen. So, dann auf zum Transporter und los auf den Weg zum Jorvik-Stall, zu Johanna. Und ich bin mal gespannt. Also, ja, ich habe ja schon gehofft, dass die Pferde mal wiederkommen, aber da ist ja jetzt auch ein Neuling dabei, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe mal geguckt, ja, Andalusia haben wir. Wir haben unseren Wolfhard. Wir haben unsere beiden, ja, magischen Pferde. Ich glaube, die zählen als magische Pferde, nicht als Urpferde. Und aber halt noch keine zweite normale Farbe. Und vielleicht, ja, zieht dann ja doch bald noch ein weiterer Andalusia ein. So, hier ist auf jeden Fall der Streichelzoo bei Andy. Sehr süß. Auch mit dem Eselchen. Ich finde die so niedlich. Oh, unser Pferd darf leider nicht mit rein. Können wir auch jetzt schon mal streichen? Ja, okay. Also wir können mit Andy sprechen, aber wir dürfen auch jetzt schon die Tierchen streicheln. So. Ja, die Dressurarena. Ich finde das immer wieder so schön hier. Gut, Dreamfighter passt jetzt nicht unbedingt so gut hier rein. Gut, er ist kein klassisches Dressurpferd, aber ich finde es trotzdem immer wieder so schön hier. So, und Johanna. Mal gucken, hier oben müsste dann wieder der Stand sein mit den neuen Ausrüstungsgegenständen. Achso, hier die... Achso, Luciana wird dann die Rennen wahrscheinlich wieder haben, oder? Stand zwar Johanna da, aber sie muss ja auch einen Sinn hier haben. Und sie hat ja auch eine Aufgabe für uns. Und es gibt das Silber-Saphir-Dressur-Set. Oh, in Blau. Oh ja. Aber nur für Starcoins erhältlich. Dafür aber gute Werte. Ach, das wird... Es wird teuer. Und das Goldrubin-Dressur-Jacke. ab Spieler Level 9. Der passende Dressurhut. Ach ja. Aber die Hüte sind zumindest für 5.600 Schillinge auch zu erhalten. Die Hosen für 7.200 Schillinge oder 90 Starcoins. Und die Schuhe für 4.400 Schillinge oder 55 Starcoins. Und die Handschuhe auch für 3.200 Schillinge oder 40 Starcoins. Okay. Und ja, fürs Pferd
hier, diese Silber-Saphir-Dressur, Satteldecke. Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2. 7200 Schillinge ist nicht wenig, aber ich finde die Farben, die stehen ihm aber auch gut, muss ich sagen. Silber-Saphir-Dressur-Zaumzeug. Ja, mal gucken. Also unsere Starcoins werden, glaube ich, leiden. Okay, ja, die Gamaschen können wir leider aber eben nicht sehen. 2000 Schillinge ist auch schon nicht wenig. Die haben ja überhaupt keine Werte, deswegen. Und die alten Sets gibt es natürlich auch. Der Reitmantel aus burgunderrotem Samt. Und der Reitmantel aus cremefarbenem Brokastoff. Aber ich kann mir nicht helfen. Sie haben alle was. Sie haben alle was. Ich finde die Farben aber von den neuen Sachen hier schon nicht schlecht. So, ja, die Satteldecken haben wir. Die fand ich total toll. Und das Set hier auch. Das goldene. Goldgelb. Ich weiß nicht. Ist nicht so meins. Na gut. Jetzt aber das Wichtigste, die Pferde. Und zwar habe ich ja doch auf diesen Dunkelfuchs-Lusitano gehofft. Hier ist er. Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Agilität plus 2. 949 Starcoins, das hatten wir ja schon. Wir brauchen Level 7, um ihn kaufen zu können. Und ich finde aber diese Farbe so toll und die kam bis jetzt nicht wirklich nochmal ins Spiel. Ich glaube, das eine Jorvik'sche Warmblut hat auch so einen schönen, ist auch so ein schöner Dunkelfuchs, aber sonst ja, nicht. Und dann gibt es hier noch einen Fliegenschimmel, der eigentlich auch total schick ist. Aber ja, es ist zu viel. Die Lipizzaner sind ja auch nur Generation 2. An sich von den Farben her finde ich die auch toll. Aber da wünsche ich mir dann doch, muss ich sagen, eine Überarbeitung. Hier mag ich das Pink an der Nase nicht ganz so, aber sonst finde ich den schick. Ja, ein bisschen hektisch, wie wir sehen. Ah, der hier müsste auch ein Fliegenschimmel sein, genau. Könntest du einmal kurz wenigstens in. Nein, es ist nicht möglich. Wir können ihn nicht einmal kurz von vorne vernünftig sehen. Na, okay. Und dann gibt es noch so einen dunkelgrauen. Und mit dem hier habe ich gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, gab es den schon mal irgendwie? Ich glaube nicht. Oder haben. Ach, kann das sein, dass wir den im Teaser gesehen haben, der aber nie aufgetaucht ist und wir dachten, er kommt in die App und er kam einfach nicht? Ist das möglich? Auf jeden Fall finde ich den toll. Also, aber wir sehen es jetzt leider nicht. Er hat auf jeden Fall hier noch eine schicke Blässe. Erst nicht zu rosa oder zu pink hier an der Schnute. Hier vorne zwei weiße Beinabzeichen. Ich weiß, hinten leider nicht. Aber auf jeden Fall ein schickes Tier. Ach so, die Werte hier sind Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Agilität plus 2, Geschwindigkeit, Ausdauer plus 0. Und hier brauchen wir nur sozusagen Level 5, um ihn zu holen. Wir müssen natürlich hier zum Jorvik-Stall kommen und die bei den Lipizzanern Level 9 sogar. Ach ja. Okay. Dann gucken wir hier hinten müsste. Ja, Johanna läuft hier rum und hier steht der Tierarzt Hugh, bei dem wir unser Pferd versorgen lassen können. Oder besser gesagt, durchchecken lassen können. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit den News und wir werden bestimmt doch noch einige Starcoins los, leider. Und ja, werden aber schauen, dass wir hier auch ein bisschen Johanna unterstützen, dass wir die Rennen freischalten. Ja, Dreamfighter ist auch immer noch Level 1, aber das wird sich dann ja hoffentlich bald ändern. Also, bis dann. Tschüss. So, und da gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe ganz vergessen. Wir haben in der App ja den Fuchs. Englisches Vollblut? Genau. Das Füchschen vom englischen Vollblut ist in die App gekommen, ist jetzt allerdings auch schon. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag war das. Ich habe ihn noch nicht geholt. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich müsste wahrscheinlich, wir haben Cherry Hunter ja nie geholt. Der hat ja auch so ein echt schönes Braun. Aber die Hannoveraner sind von der Bewegung her einfach noch nicht so. Die sind einfach überarbeitungswürdig, würde ich sagen. Ne? Sonst, ich finde ihn toll.
Andererseits, Blueberry haben wir ja schon. Deswegen würde ich sie dann doch leider hier erstmal wegschicken, damit wir uns das englische Vollblutfüchschen anschauen können. Und ja, es ist irgendwie traurig, aber ja, leider, leider bleibt uns ja nichts anderes über. Und dann schauen wir einmal schnell durch. Nicht, dass ich da nochmal irgendwann wen vergessen habe. Genau, hier haben wir schon den Fuchs und der ist eigentlich auch total schick. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ein zweites englisches Vollblut einziehen wird. Ja, Fjordis gibt's noch. Haflinge. Oh ja, jetzt müssen wir hier die Farben auswählen. Okay. Ja, der Hannoveraner. Das Jorvikische Pony. Unsere Candy Crush. Hier können wir den Lusitano wählen. Das Morgan. Die Mustangs. Das nordschwedische Kaltblut gibt's noch. Trakehner, Achalterkiner, American Quarter Horse, Andalusia. Das Asiatic Pony ist ja auch schon, glaube ich, gar nicht so lange drin. Also wir mussten auch ziemlich lange drauf warten. Das Clydesdale und damit sind wir wieder beim englischen Vollblut. Ja, ich habe natürlich keinen Namen. Ist das hier zufällig? Irgendwas. Ja, komm. Muss ja nicht unbedingt Sinn machen, aber Honey finde ich beim Fuchs immer ganz schön. Wir wechseln auf die Weide. Das ist ganz schön, da kann sich nämlich unser Cherry Hunter auch wenigstens etwas bewegen. Und wir gucken sie uns jetzt nochmal ein bisschen an. Erwachsen kriegen wir sie dann natürlich heute noch nicht. So, ich glaube, hier sehen wir, da sehen wir sie von vorne nochmal ganz gut. Sie hat auf jeden Fall eine schöne, interessante Zeichnung. Und dann würde ich aber auch sagen, verpflege ich sie gleich nach der Aufnahme noch weiter und mal gucken. Ich werde sie ja wohl hoffentlich dann bald auch großziehen können, dann wird sie erwachsen werden. Dann schauen wir sie uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal erwachsen an. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.